Märchen über Märchen, gelesen von Jasmin Stab. Ludwig Bechstein, des Märchens Geburt. Es war einmal eine Zeit, da es noch keine Märchen gab. Und die war betrübend für die Kinder, denn es fehlte in ihrem Jugendparadies der schönste Schmetterling. Und da waren auch zwei Königskinder. Die spielten miteinander in dem prächtigen Garten ihres Vaters. Der Garten war voll herrlicher Blumen. Seine Pfade waren mit bunten Steinen und Goldkies bestreut und glänzten wetteifernd mit dem Taugefunkel auf den Blumenbeeten. Es gab in dem Garten kühle Grotten mit plätschernden Quellen, hoch zum Himmel aufrauschende Fontänen, schöne Marmorbildsäulen, liebliche Ruhebänke. In den Wasserbecken schwammen Gold- und Silberfische. In goldenen großen Vogelhäusern flatterten die schönsten Vögel. Und andere Vögel hüpften und flogen frei umher und sangen mit lieblichen Stimmen ihre Lieder. Die beiden Königskinder aber hatten und sahen das alle Tage. Und so waren sie müde des Glanzes, der Steine, des Duftes der Blumen, der Springbrunnen und der Fische, welche so stumm waren. Und der Vögel, deren Lieder sie nicht verstanden. Die Kinder saßen still beisammen und waren traurig. Sie hatten alles, was nur ein Kind sich wünschen mag. Gute Eltern, die kostbarsten Spielsachen, die schönsten Kleider, wohlschmeckende Speisen und Getränke und durften tagtäglich in dem schönen Garten spielen. Sie waren traurig, obschon sie nicht wussten, warum. Und nicht wussten, was ihnen fehle. Da trat zu ihnen ihre Mutter, die Königin, eine schöne hohe Frau mit mildfreundlichen Zügen, und sie bekümmerte sich darüber, dass die Kinder so traurig waren und sie nur wehmütig anlächelten, statt mit Jauchzen ihr entgegenzuflehen. Sie betrübte sich, dass ihre Kinder nicht glücklich waren, wie doch Kinder sein sollten und sein können, weil sie noch keine Sorgen kennen und der Himmel der Jugend meist ein wolkenloser ist. Die Königin setzte sich zu ihren beiden Kindern, die ein Knabe und ein Mädchen waren, und schlang um jedes derselben einen ihrer vollen weißen Arme, welche goldene Spangen schmückten, und fragte gar mütterlich und liebreich: »Was fehlt euch, meine lieben Kinder?« »Wir wissen es nicht, teure Mutter«, sprach der Knabe. »Wir sind so traurig«, sprach das Mädchen. »Es ist so schön hier in diesem Garten, und ihr habt alles, was euch Freude machen kann. Macht es euch denn keine Freude?« fragte die Königin. Und eine Träne trat in ihr Auge, aus dem eine Seele voll Güte lächelte. »Nicht genug Freude macht uns das, was wir haben«, antwortete dieser Frage das Mädchen. »Wir wünschen uns was und wissen nicht was«, setzte der Knabe hinzu. Die Mutter schwieg bekümmert und sann nach, was wohl die Kinder wünschen möchten, dass sie mehr erfreue als die Pracht des Gartens, der Schmuck der Kleider, die Menge der Spielsachen, der Genuss edler Speisen und Getränke. Aber sie fand nicht, was ihre Gedanken suchten. »O, wäre ich nur selbst wieder ein Kind«, sprach die Königin still zu sich, mit einem leisen Seufzer. »Dann fiele mir wohl bei, was Kinder froh macht. Um Kindeswünsche zu begreifen, muss man selbst ein Kind sein. Aber ich bin schon zu weit gewandert aus dem Jugendland, wo die goldenen Vögel durch die Bäume des Paradieses fliegen, jene Vögel, die keine Füße haben, weil die Nimmermüden irdischer Ruhe nicht bedürfen. O, käme doch ein solcher Vogel her und brächte meinen teuren Kindern, was sie glücklich macht.« Siehe, wie die Königin also wünschte, da wiegte sich plötzlich über ihr in den blauen Lüften ein wunderherrlicher Vogel, von dem ein Glanz ausging wie Goldflammen und Edelsteinblitze. Der schwebte tiefer und tiefer, und es sah ihn die Königin, es sahen ihn die Kinder. Diese riefen nur: »Ah!«
und Staunen ließ sie keine anderen Worte finden. Der Vogel war überaus herrlich anzusehen, wie er immer tiefer schwebend sich niedersenkte, so schimmernd, so glänzend, im Regenbogenfarbengefunkel, fast das Auge blendend und doch immer wieder das Auge fesselnd. Er war so schön, dass die Königin und die Kinder vor Freude leise schauerten, zumal sie jetzt das Wehen seiner Flügel fühlten. Und ehe sie es ahnten, so hatte sich der Wundervogel niedergelassen in den Schoß der Königin, der Mutter, und sah aus Augen, die wie freundliche Kinderaugen gestaltet waren, die Kinder an. Und doch war etwas in diesen Augen, das die Kinder nicht begriffen. Etwas Fremdartiges, Schauerhaftes, und sie wagten darum nicht, den Vogel zu berühren. Auch sahen sie jetzt, dass der seltsame, überirdisch schöne Vogel unter seinen glänzend bunten Federn auch einige tiefschwarze Federn hatte, die man aber von weitem nicht gewahrte. Indes blieb den Kindern zu näherer Betrachtung des schönen Wundervogels kaum so lange Zeit, als nötig war, dies zu erwähnen, denn alsbald hob sich der Vogel wieder empor. Der Paradiesvogel ohne Füße schwebte, schimmerte, flog immer höher, bis er nur eine im Äther schwimmende bunte Feder schien. Dann nur noch ein goldener Streif und dann entschwand. So lange aber, bis das geschah, sahen ihm auch die Königin und die Kinder mit Staunen nach. Aber, o Wunder, als Mutter und Kinder wieder niederblickten, wie staunten sie da aufs Neue. Auf dem Schoß der Mutter lag ein goldenes Ei. Das hatte der Vogel gelegt. Oh, und das schimmerte auch so grün-golden und goldblau wie der köstlichste Labradorstein und die schönste Perlenmuschel der Meerestiefen. Und die Königskinder riefen aus einem Munde: »Ei, das schöne Ei!« Die Mutter aber lächelte selig und ahnte voll Dankgefühl, das müsse der Edelstein sein, der noch zum Glück ihrer Kinder fehle. Das Ei müsse in seiner zauberfarbig schillernden Schale ein Gut enthalten, das den Kindern gewähre, was dem Alter versagt ist, Zufriedenheit, und das ihre Sehnsucht, ihre kindische Trauer stille. Die Kinder aber konnten sich nicht satt sehen an dem prächtigen Ei und vergaßen bald über dem Ei den Vogel, der es brachte. Erst wagten sie nicht, es zu berühren, endlich aber legte das Mägdlein doch eines seiner rosigen Fingerchen daran und rief plötzlich, indem sein unschuldvolles Gesichtchen sich mit Purpur übergoß: »Das Ei ist warm!« Nun tippte auch der Königsknabe vorsichtig und leise an das Ei, um zu fühlen, ob die Schwester wahr gesprochen. Endlich legte auch die Mutter ihre zarte, weiße Hand auf das köstliche Ei. Und siehe, was begab sich da? Die Schale fiel in zwei Hälften auseinander, und aus dem Ei kam ein Wesen hervor, wunderbar anzusehen. Es hatte Flügel und war nicht Vogel, nicht Schmetterling, Biene nicht und nicht Libelle, und doch von allen diesen etwas, aber nicht zu beschreiben. Mit einem Wort, es war das bunt geflügelte, farbenschillernde Kinderglück. Selbst ein Kind, nämlich des Wundervogels Fantasie, das Märchen. Und nun sah die Mutter ihre Kinder nicht mehr traurig, denn das Märchen blieb fortan immer bei den Kindern, und sie wurden seiner nicht müde, solange sie Kinder blieben. Und seit sie das Märchen hatten, wurden ihnen Garten und Blumen, Lauben und Grotten, Wälder und Haine erst recht lieb. Denn das Märchen belebte alles zur Lust der Kinder. Das Märchen lieh selbst den Kindern seine Flügel. Da flogen sie weit umher in der unermesslichen Welt und waren doch immer gleich wieder daheim, sobald sie nur wollten. Jene Königskinder, das waren die Menschen in ihrem Jugendparadies, und die Natur war ihre schön mildfreundliche Mutter. Sie wünschte den Wundervogel Fantasie vom Himmel nieder, der so prächtige Goldfedern und auch einige tief dunkle hat, und er legte in ihren Schoß das goldene Märchenei.
und wie die Kinder das Märchen innig lieb gewannen, das ihre Kindheitstage verschönte, in tausenderlei Gestaltungen und Verwandlungen sie ergötzte und über alle Häuser und Hütten, über alle Schlösser und Paläste flog, so war des Märchens Art auch diese, dass es selbst den Erwachsenen gefiel und sie sich seiner freuten, wenn sie nur etwas aus dem Garten der Kindheit mit herübergetragen in das reifere Alter, nämlich die Kindlichkeit des Herzens. Franz Gruder, Jungfrau Veritas. Vor Zeiten, als die Menschen im düsteren Nebel der Unwissenheit dahinirrten und vor ungeheuerlichen, grauenhaften Götzenbildern zitterten und blutige Opfer brachten, da stieg Jungfrau Veritas herab zu ihnen, wollte sie belehren und den Betörten den Weg zeigen zur wahren Glückseligkeit. Mächtig klang ihr Wort, wurde aber nicht beachtet. Her stand sie da, die Göttliche, in ihrer Schönheit, aber ihr rosiger, von überirdischem Licht schimmernder Leib mit dem strahlenden Sonnenschmuck auf der Brust blendete die schwachen Augen der armen Sterblichen, dass sie laut aufschrien vor Schmerz über die Pein und Qualen, die ihnen die Wahrheit antat. Die Menschen hielten sie für ihre Feindin, rotteten sich zusammen, schmähten und verjagten sie. Jungfrau Veritas kehrte traurig zurück in ihrer Mutter diamantenen Palast, der weithin funkelte und von der Erde aus gesehen ward als ein ferner herrlicher Stern, und klagte über die Verstocktheit der Menschen. Die Mutter aber sagte: »Habe Geduld mit ihnen, sie können nichts dafür. Ihre Köpfe sind angefüllt worden von den Götzenpriestern mit falschen Vorstellungen und verworrenen Träumen. Und als du kamst, den tausend- und tausendjährigen Wahn zu zerstreuen, da tatst du ihnen weh, weil du ihnen nehmen wolltest, was sie für das Heiligste hielten. Auch hetzten die schlauen Götzenpriester die Menge gegen dich, weil sie es wohl wissen, dass ihre Macht und ihr Wohlleben zu Ende, wenn dein Licht das geheimnisvolle Dunkel vertreibt, in dem sie allein Bestand haben können. Willst du den Menschen nützen, musst du ihr Vertrauen gewinnen, musst in faltigen Kleidern einhergehen wie sie, musst ihre Aufmerksamkeit erregen, in ihrer Sprache reden, ihre Sitten und Gebräuche annehmen und ihre Schwachheiten schonen.« Langsamen Schrittes ging Jungfrau Veritas in den schattigen Palmenhain, ließ sich am murmelnden Silberquell auf die Rasenbank nieder und sann und sann. Und endlich hatte sie es gefunden. Lächelnd sprang sie auf, schüttelte die goldenen Locken, trat wieder vor ihre Mutter und sprach: »Nochmals will ich zurück zu den Menschen. Dort werde ich nimmer meine Worte an die verhärteten Alten verschwenden, sondern will an die empfängliche Jugend mich wenden.« Hierauf rief Jungfrau Veritas eine ihrer lieben Schwestern, die nimmer rastende, immer gestaltende Fantasie, und bat sie, ein weites Gewand herzurichten und nach ihrer Laune Ernstes und Heiteres hineinzuweben und mit glitzerndem Flitter aufzuschmücken, dass es schön und bunt sei. Die flammenäugige Schwester Fantasie machte gefällig schnell sich daran, erklärte während der Arbeit die Figuren, welche mit üppigen Farben unter ihren kunstreichen Fingern hervorkamen. Und Jungfrau Veritas horchte und horchte. Und als alles fertig war, hüllte sie sich in ein Unterkleid, schillernd wie der prächtige Regenbogen, tat den weitfaltigen Mantel um, schlang einen unverwelklichen, duftenden Blumenkranz um ihre goldenen Locken und schwebte wieder aus lichten Höhen zur dunklen Erde nieder. Alle staunten nun über ihre reichen Kleider und waren neugierig, wer es sei. Und was sie auch guckten und forschten, niemand erfuhr es, niemand erkannte in der Fremden die verjagte, vielgeschmähte, gefürchtete Jungfrau Veritas. Überall wurde sie gut aufgenommen, denn sie war freundlich gegen alle
Und die jungherzigen Menschlein umringten sie mit jubelnder Freude und lauschten dem bezaubernden Wohlklang ihrer süßen Worte. Jungfrau Veritas erzählte, wo sie erschien, absonderliche, höchst seltsame Geschichten von Drachen, von Riesen, von spannlangen Männlein, vom Böcklein, das am Dach stand und den vorbeigehenden Wolftapfer verschimpfte, weil es wusste, dass er nicht herauf könne, von der blauen klingenden Wunderkrotte, vom kranken, klagenden Vöglein, das nicht mitkonnte mit den anderen, von der kleinen Insel der Glücklichen, vom singenden Flämmlein in stiller Mitternacht und viele, viele solcher Sachen. Und die Knaben und Mädchen vergaßen darüber Essen und Trinken und konnten nicht satt werden, zu hören. Aber auch Jünglinge. Und so manch ein Mann waren im Kreise zu schauen. Und sie lächelten nicht über die Erzählerin. Denn sie merkten wohl, was sie wollte, und fanden vieles auch für sich, was sie beherzigten. Ja, in all den bunten Geschichten lagen goldene Körnlein, und diese senkten sich still in die Gemüter der andächtigen Zuhörer und keimten lustig empor und blühten und brachten Früchte für das Leben. Jungfrau Veritas zog kreuz und quer, kam weit umher, ist heimisch geworden bei allen Völkern der Erde und spricht die Sprache jedes Landes. Aber noch immer und immer geht sie herum, gehüllt in bunte Lappen und gleißenden Flittertand. Und nur wenigen Auserwählten ist es vergönnt, sie nackt zu schauen, in ihrer ganzen Größe und Schönheit. Wilhelm Hauff. In einem schönen, fernen Reich, von welchem die Sage lebt, dass die Sonne in seinen ewig grünen Gärten niemals untergehe, herrschte von Anfang an bis heute die Königin Phantasie. Mit vollen Händen spendete diese seit vielen Jahrhunderten die Fülle des Segens über die ihrigen und war geliebt, verehrt von allen, die sie kannten. Das Herz der Königin war aber zu groß, als dass sie mit ihren Wohltaten bei ihrem Land stehen geblieben wäre. Sie selbst im königlichen Schmuck ihrer ewigen Jugend und Schönheit stieg herab auf die Erde. Denn sie hatte gehört, dass dort Menschen wohnen, die ihr Leben in traurigem Ernst unter Mühe und Arbeit hinbringen. Diesen hatte sie die schönsten Gaben aus ihrem Reich mitgebracht. Und seit die schöne Königin durch die Fluren der Erde gegangen war, waren die Menschen fröhlich bei der Arbeit, heiter in ihrem Ernst. Auch ihre Kinder, nicht minder schön und lieblich als die königliche Mutter, sandte sie aus, um die Menschen zu beglücken. Einst kam Märchen, die älteste Tochter der Königin, von der Erde zurück. Die Mutter bemerkte, dass Märchen traurig sei. Ja, hier und da wollte es ihr bedünken, als ob sie verweinte Augen hätte. »Was hast du, liebes Märchen?« sprach die Königin zu ihr. »Du bist seit deiner Reise so traurig und niedergeschlagen. Willst du deiner Mutter nicht anvertrauen, was dir fehlt?« »Ach, liebe Mutter«, antwortete Märchen, »ich hätte gewiss nicht so lange geschwiegen, wenn ich nicht wüsste, dass mein Kummer auch der deinige ist.« »Sprich immer, meine Tochter«, bat die schöne Königin. »Der Gram ist ein Stein, der den Einzelnen niederdrückt, aber zwei tragen ihn leicht aus dem Weg.« »Du willst es«, antwortete Märchen. »So höre. Du weißt, wie gerne ich mit den Menschen umgehe, wie ich freudig auch zu dem Ärmsten vor seiner Hütte sitze, um nach der Arbeit ein Stündchen zu verplaudern. Sie boten mir auch sonst gleich freundlich die Hand zum Gruß, wenn ich kam, und sahen mir lächelnd und zufrieden nach, wenn ich weiterging. Aber in diesen Tagen ist es gar nicht mehr so.« »Armes Märchen«, sprach die Königin und streichelte ihr die Wange, die von einer Träne feucht war. »Aber du bildest dir das vielleicht alles nur ein.« »Glaube mir, ich fühle es nur zu gut«, entgegnete Märchen.
Sie lieben mich nicht mehr. Überall, wo ich hinkomme, begegnen mir kalte Blicke. Nirgends bin ich mehr gern gesehen. Selbst die Kinder, die mich doch immer so lieb hatten, lachen über mich und wenden mir altklug den Rücken zu. Die Königin stützte die Stirn in die Hand und schwieg sinnend. Und woher soll es denn kommen, Märchen, dass sich die Leute da unten so geändert haben? Fragte die Königin. Sieh, die Menschen haben kluge Wächter aufgestellt, die alles, was aus deinem Reich kommt, o Königin Phantasie, mit scharfen Blicken mustern und prüfen. Wenn nun einer kommt, der nicht nach ihrem Sinne ist, so erheben sie ein großes Geschrei, schlagen ihn tot oder verleumden ihn doch so sehr bei den Menschen, die ihnen aufs Wort glauben, dass man gar keine Liebe, kein Fünkchen Zutrauen mehr findet. Ach, wie gut haben es meine Brüder, die Träume. Fröhlich und leicht hüpfen sie auf die Erde hinab, fragen nichts nach jenen klugen Männern, besuchen die schlummernden Menschen und weben und malen ihnen, was das Herz beglückt und das Auge erfreut. Deine Brüder sind Leichtfüße, und du, mein Liebling, hast keine Ursache, sie zu beneiden. Jene Grenzwächter kenne ich übrigens wohl. Die Menschen haben so Unrecht nicht, sie aufzustellen. Es kam so mancher windige Geselle und tat, als ob er geradeswegs aus meinem Reich käme. Und doch hatte er höchstens von einem Berg zu uns herübergeschaut. Aber warum lassen sie dies mich, deine eigene Tochter, entgelten? Weinte Märchen. Ach, wenn du wüsstest, wie sie es mit mir gemacht haben! Sie schalten mich eine alte Jungfer und drohten mich das nächste Mal gar nicht mehr hereinzulassen. Wie, meine Tochter nicht mehr einzulassen? Rief die Königin, und Zorn erhöhte die Röte ihrer Wangen. Aber ich sehe schon, woher das kommt. Die böse Muhme hat uns verleumdet. Die Mode? Nicht möglich, rief Märchen. Sie tat ja sonst immer so freundlich. Oh, ich kenne sie, die Falsche, antwortete die Königin. Aber versuche es ihr zum Trotze wieder, meine Tochter. Wer Gutes tun will, darf nicht rasten. Ach, Mutter, wenn sie mich dann ganz zurückweisen, oder wenn sie mich verleumden, dass mich die Menschen nicht ansehen oder einsam und verachtet in der Ecke stehen lassen. Wenn die Alten, von der Mode betört, dich geringschätzen, so wende dich an die Kleinen, wahrlich, sie sind meine Lieblinge. Ihnen sende ich meine lieblichsten Bilder durch deine Brüder, die Träume. Ja, ich bin schon oft selbst zu ihnen hinabgeschwebt, habe sie geherzt und geküsst und schöne Spiele mit ihnen gespielt. Sie kennen mich auch wohl, sie wissen zwar meinen Namen nicht, aber ich habe schon oft bemerkt, wie sie nachts zu meinen Sternen hinauflächeln und morgens, wenn meine glänzenden Lämmer am Himmel ziehen, vor Freude die Hände zusammenschlagen. Auch wenn sie größer werden, lieben sie mich noch. Ich helfe dann den lieblichen Mädchen, bunte Kränze zu flechten. Und die wilden Knaben werden stiller, wenn ich auf hoher Felsenspitze mich zu ihnen setze, aus der Nebelwelt der fernen blauen Berge hohe Burgen und glänzende Paläste auftauchen lasse und aus den rötlichen Wolken des Abends kühne Reiterscharen und wunderliche Wallfahrtszüge bilde. »O, die guten Kinder«, rief Märchen bewegt aus. »Ja, es sei, mit ihnen will ich es noch einmal versuchen.« »Ja, du gute Tochter«, sprach die Königin, »gehe zu ihnen, aber ich will dich auch ein wenig ordentlich ankleiden, dass du den Kleinen gefällst und die Großen dich nicht zurückstoßen. Siehe, das Gewand eines Almanach will ich dir geben.« »Eines Almanach, Mutter? Ach, ich schäme mich so, vor den Leuten zu prangen.« Die Königin winkte, und die Dienerinnen brachten das zierliche Gewand eines Almanach. Es war von glänzenden Farben und schöne Figuren eingewoben. Die Zofen flochten dem schönen Mädchen das lange Haar. Sie banden ihr goldene Sandalen unter die Füße und hingen ihr dann das Gewand um. Das bescheidene Märchen wagte nicht aufzublicken,
Die Mutter aber betrachtete sie mit Wohlgefallen und schloss sie in ihre Arme. »Geh hin«, sprach sie zu der Kleinen, »mein Segen sei mit dir. Und wenn sie dich verachten und höhnen, so kehre zurück zu mir. Vielleicht das spätere Geschlechter, getreuer der Natur, ihr Herz dir wieder zuwenden.« Also sprach die Königin Phantasie. Märchen aber stieg herab auf die Erde. Mit pochendem Herzen nahte sie dem Ort, wo die klugen Wächter hausten. Sie senkte das Köpfchen zur Erde. Sie zog das schöne Gewand enger um sich her. Und mit zagendem Schritt nahte sie dem Tor. »Halt!« rief eine tiefe, raue Stimme. »Wache! Heraus! Da kommt ein neuer Almanach!« Märchen zitterte, als sie dies hörte. Viele ältliche Männer von finsterem Aussehen stürzten hervor. Sie hatten spitze Federn in der Faust und hielten sie dem Märchen entgegen. Einer aus der Schar schritt auf sie zu und packte sie mit rauer Hand am Kinn. »Nur auch den Kopf aufgerichtet, Herr Almanach, dass man ihm in den Augen ansieht, ob er was Rechtes ist oder nicht«, schrie er. Errötend richtete Märchen das Köpfchen in die Höhe und schlug das dunkle Auge auf. »Das Märchen«, riefen die Wächter und lachten aus vollem Hals. »Das Märchen, haben Wunder gemeint, was da käme. Wie kommst du nur in diesen Rock?« »Die Mutter hat ihn mir angezogen«, antwortete Märchen. »So? Sie will dich bei uns einschwärzen. Nichts da. Heb dich weg, mach, dass du fortkommst«, riefen die Wächter untereinander und erhoben die scharfen Federn. »Aber ich will ja nur zu den Kindern«, bat Märchen. »Dies könnt ihr mir ja doch erlauben.« »Läuft nicht schon genug solches Gesindel im Land umher?« rief einer der Wächter. »Sie schwatzen nur unseren Kindern dummes Zeug vor. Lasst uns sehen, was sie diesmal weiß«, sprach ein anderer. »Nun ja«, riefen sie, »sag an, was du weißt. Aber beeile dich, denn wir haben nicht viel Zeit für dich.« Märchen streckte die Hand aus und beschrieb mit dem Zeigefinger viele Zeichen in die Luft. Da sah man bunte Gestalten vorüberziehen, Karawanen, schöne Rosse, geschmückte Reiter, viele Zelte im Sand der Wüste, Vögel und Schiffe auf stürmischen Meeren, stille Wälder und volkreiche Plätze und Straßen, Schlachten und friedliche Nomaden, sie alle schwebten in belebten Bildern, in buntem Gewimmel vorüber. Märchen hatte in dem Eifer, mit welchem sie die Bilder aufsteigen ließ, nicht bemerkt, wie die Wächter des Tores nach und nach eingeschlafen waren. Eben wollte sie neue Zeichen beschreiben, als ein freundlicher Mann auf sie zutrat und ihre Hand ergriff. »Sieh her, gutes Märchen«, sagte er, indem er auf die Schlafenden zeigte. »Für diese sind deine bunten Sachen nichts. Schlüpfe schnell durch das Tor. Sie ahnen dann nicht, dass du im Lande bist, und du kannst friedlich und unbemerkt deine Straße ziehen. Ich will dich zu meinen Kindern führen. In meinem Haus gebe ich dir ein stilles, freundliches Plätzchen. Dort kannst du wohnen und für dich leben. Wenn dann meine Söhne und Töchter gut gelernt haben, dürfen sie mit ihren Gespielen zu dir kommen und dir zuhören. Willst du so?« »O, wie gerne folge ich dir zu deinen lieben Kleinen. Wie will ich mich befleißen, ihnen zuweilen ein heiteres Stündchen zu machen?« Der gute Mann nickte ihr freundlich zu und half ihr, über die Füße der schlafenden Wächter hinüberzusteigen. Lächelnd sah sich Märchen um, als sie hinüber war, und schlüpfte dann schnell in das Tor. Kamen Silver. Wo Urwald hohe Felsen krönt, der Bergstrom wild zu Tale dröhnt und tausend Blumen blühen, viel süße Düfte sprühen, da liegt dem schönsten Garten gleich mein Königreich.
wo Märchens ganze Farbenglut in reinen tiefen Augen ruht, von Wahrheit übergossen, von Liebesglanz umflossen, dort ist in Frühlingsdüften weich mein Königreich. In ganzer Welt, im hohen Wald, wo nur ein fröhlich Lied erschallt, wo sich die Nebel ballen, wo Wassertröpfchen fallen, da schwebt im flüsternden Gezweig mein Königreich. Aus jedem neuen Pflanzenschaft, in jeden Strahles Himmelskraft, beim Formen und Gestalten, beim Werden und Entfalten, da wächst, ihr Kinder, ich bin reich, mein Königreich.